Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Und da läuft schon wieder Manfred durch die Gegend. Und wir fahren heute mit dem Volvo 9900. Das ist ein Reisebus auf der Autobahn-Map, spielen wir das. Das bietet sich ja quasi an. Und auf der Autobahn-Map bin ich ja schon mal gefahren mit dem Setra, allerdings in die andere Richtung. Jetzt probieren wir mal die andere Richtung, also die Gegenrichtung aus. Und ich dachte mir, ich habe mir mal dieses Repaint runtergeladen, weil die Standarddinger sind so langweilig und die Lackierung von meinfernbus.de finde ich mal ganz lustig. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Naja, wir steigen mal ein, starten die Elektrik. Und bei diesem Bus ist es ja so, man muss ja hier erstmal, bevor man den Motor starten kann, einen Alkoholtest machen. Ich zeige euch das mal. Motor startet nicht. Also, erstmal Fehler bei der Bereichsprüfung. Was ist hier los? So, hier linke Taste drücken. Und dann, ja, ich habe es eben schon ausprobiert, ob es funktioniert. Und dann die rechte Taste gedrückt halten, bis dann hier Drive Carefully kommt. Ja, ist jetzt natürlich blöd, weil ich das schon gemacht habe. Naja, was soll's. Aber wir könnten jetzt den Motor starten. Ist er jetzt an oder nicht? Ne, jetzt habe ich ihn wieder ausgemacht, weil er eben schon gestartet ist, weil ich nämlich schon den Alkoholtest gemacht hatte. Ach man, hier geht ja schon wieder gut los. So, und das hier ist ein Schaltbus. Ich mach mal Licht an. Wie sieht es denn innen drinnen aus? Ja, so sieht der Bus übrigens von drinnen aus. Sollten hier nicht eigentlich auch... Der Koala-Bär ist, glaube ich, Standard. Ja. Brauchen wir hier drinnen Licht? Nö, brauchen wir nicht. Achso, wir fahren mal ein Stück vor. Doch kein Schaltbus? Ne, doch kein Schaltbus. Wie komme ich denn darauf, dass das ein Schaltbus ist? Ich glaube, den gibt es auch als Schaltbus. Ich bin mir aber jetzt selber gerade nicht sicher. So. Haltestellenbremse hat er ja nicht. Jetzt müssen wir noch hier die Klappe aufmachen und Betriebsfahrt, Pause, nach Juliansburg fahren wir. Das Ganze sieht dann so aus. Und hier unten ist dann auch unser Fahrplan. Huch, unser Fahrplan auf dem Laptop. Ja. Ja. Machen wir mal die Tür hier vorne auf, damit die auch einsteigen können. Hallo. Hallo. Guten Tag. Eine Tageskarte bitte. Eine Tageskarte. Tageskarte. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Ja doch, ich muss erstmal gucken. Warum kommt da BVG raus? So, einmal. Kriegt er wieder. Bitte. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Oh Gott, das ist hier mit dem Dings, das ist aber komisch. 2,70, dann kriegt er 7,30 wieder. Zack. Danke. Bitte. Ja, ich mach mal hier die Schrift an. Oh, wir müssen jetzt nämlich auch los. Achso, ich habe ja noch die Feststellbremse drin. Boah, hey, der fährt, das ist ja unglaublich. Warum? Hat er seinen Führerschein gewonnen oder was? Was habe ich denn gemacht? Oh, hier kommen wir nicht ganz... Oh, doch, passt. So. Da ist frei. Da ist auch frei. Dann fahren wir hier jetzt mal rum. Überall frei, das ist gut.
So, das, jetzt habt ihr bestimmt mein Lenkrad gehört. So. Ja. Schönen guten Tag, verehrte Fahrgäste auf der Fahrt nach Juliansburg hier in meinfernbus.de. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Der nächste Halt ist dann die Gutenberg-Kaserne um 13.46 Uhr. Ja, zu der Autobahn-Map sei gesagt, sie ist halt nicht sehr hübsch. Aber es macht halt ein bisschen Spaß, auch mal über die Autobahn zu heizen. So, unseren Alkoholtester können wir ausmachen. Funktioniert er jetzt auch so weiterhin. Und ich hoffe, sie funktioniert, weil, oh, passt das? Oh, den schlechten Fahrstil. Warte mal, das muss ich mal eben von außen gucken. Ja, ist ja toll. Bisschen flach, die olle Brücke hier, wa? Ja, das meine ich halt mit die. Die ist nicht toll, die Map, weil, und, also Autobahnbrücken sind ja generell eigentlich schon höher, weil da müssen halt auch LKWs und so durch. Ja, und hier die Zubringer, naja gut, ich habe mich das letzte Mal genug beschwert über diese Map, aber ich würde sie trotzdem mal gerne fahren, weil sie bietet sich halt für einen Reisebus auch an. Zu enge Radien hier bei der, das ist also schon nicht schön. Aber sie wird ja noch weiterentwickelt. Und da habe ich einen Er hat die Kachel etwas spät nachgeladen. Ich dachte schon, er lädt sie gar nicht nach. Deshalb wollte ich schon gerade rechts ranfahren und einmal die Map neu laden. Aber es hat ja jetzt auch so funktioniert. Ja, und was musste ich da lesen? Marcel Kuhnt und Rüdiger, wie heißt er denn jetzt? Die beiden Entwickler von OMSI haben sich getrennt. Gehen jetzt verschiedene Wege. Ich fange schon wieder an, rechts zu überholen. Das ist nicht gut. Na, dann fahr mal raus da, bevor du mir noch reinfährst. So. Ja, jetzt OMSI liegt jetzt in der Hand von Marcel Kuhnt. Aber er hat geschrieben, das wird jetzt trotzdem weitergehen irgendwie. Ja, das OMSI-Forum, ich bin da erst drauf gestoßen, weil das OMSI-Forum auf einmal so anders aussieht, so andere Farben und so, wo man fast ein bisschen Augenkrebs kriegt, so ein komisches Blau ist das. Das war jetzt nicht, ach Alter. Ich würde ja gerne mal gucken, wie schnell der Bus fahren kann, ne? Aber wenn die hier alle so schleichen, der olle KI-Verkehr. Naja, 100. Gucken mal von außen. Ja, hat was, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt kein... Ne. Oh. Ja. Fahre grün. Da ist schon wieder die Kachel zu Ende. Ich hoffe, er lädt rechtzeitig nach. Ja. Ja, hier ist ein Rastplatz. Ja, OMSI ist halt keine Autobahnsimulation, ne? Ist halt, da ist der KI-Verkehr für die Stadt gedacht. Deshalb fahren die KI-Autos hier auch alle langsam, beziehungsweise, dass sie langsam fahren, ist ja nicht das Schlimme. Aber wenn sie halt auch rechts auf der rechten Spur fahren würden, wenn sie langsam fahren, wäre halt besser. Deshalb... Möge man mir verzeihen, dass ich hier auch rechts überhole. Da der OMSI-Verkehr ja die linke Spur blockiert. So, hier ist es optimal. Hier kann ich rausfahren.
und überholen. Und hier wird's einspurig. Lass mich noch schnell durch, bevor der da ausholt. Ausschert, meine ich. Wir sind 4 Minuten zu früh schon. Ich brauche gar nicht so zu rasen, aber es macht halt Spaß. Ich glaube, da kommt gleich dieser komische Tunnel. Der ja in diesem Update angeblich neu gemacht wurde. Da bin ich gespannt drauf. Weil... Ah, der war halt auch nicht ganz so toll. Warum war hier eigentlich ein Schild, dass die Straße einspurig wird? Hä? War hier nicht mal ein Berg drüber? Oh, es hat jemand den Haltewunsch gedrückt anscheinend. Also vom Fahren her ist der Tunnel auf jeden Fall angenehmer. Weil der Tunnel davor war irgendwie... So eine 360-Grad-Spirale, die auch ziemlich eng gezogen war. Ja. Oh, Splein wurde nicht gefunden, verdammt. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das ist jetzt natürlich sehr schade. Oh, 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 oh. Ja. Schade. Aber bevor ich jetzt noch großartig anfange, im Internet mir die fehlende Datei zu suchen, machen wir das einfach anders. Huch, was war das? Wir drehen jetzt einfach mal um. Fahren auf den Rasthof, lassen die... Fahren Sie mal vernünftig hier. Ja, Entschuldigung. Passen wir denn durch den Tunnel überhaupt? Ist der denn hoch genug? Ja, hier fehlt auch irgendwie der Berg tatsächlich. Also, wir disponieren kurz um. Der Hauptgrund ist ja tatsächlich mal den Bus hier auf Hochtouren zu bringen. Also drehen wir um, fahren zum Gasthof, Rasthof, schmeißen die Fahrgäste raus. Irgendwie, warum auch immer, ich bin halt ein böser Busfahrer. Und ja, fahren wieder halt zurück nach Bingen. Ja, dann kann ich jetzt auch hier die Schrift ausmachen. Ja, das ist jetzt schade. Das ärgert mich vor allem schon wieder, dass ich hier in letzter Zeit nur Let's Plays aufnehme in OMSI, wo ständig irgendwelche Map-Fehler oder Spielfehler sind. Na, hier fehlt doch auch schon wieder was. Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Das war doch vorhin alles hier. Ja. So, Pause. Ich lasse jetzt hier die Leute raus. Mal gucken, ob die aussteigen. Nö. Warum auch? Mitten in der Prärie. Ach, jetzt... Ja, Fehler in der Bereichsprüfung. Ja. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Alles scheiße hier. Ja, der Tunnel ist toll. Nicht. Kann ich den Bus... Na, jetzt habe ich den Fahrplan schon abgebrochen.
Nee, wo wollte ich den, wo war denn jetzt hier? Ich stelle den nochmal irgendwo anders hin. Ach ja, hier passiert gar nichts. Oh, jetzt habe ich den Bus weggemacht. Egal. Gut, mit diesem wunderschönen weißen Bild verabschiede ich mich. Sage tschüss, winke, winke, bye bye. Freut euch auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird sein, ich gucke mal eben in meiner Liste, Gladbeck. Gladbeck weiß ich zumindest, dass sie funktioniert. Da habe ich auch noch das 5.0.1, die Version 5.0.1 drinne, obwohl 5.0.3 schon draußen ist. Egal. Wir spielen die 5.0.1 in Gladbeck in der nächsten Folge mit dem Citaro Solo C2. Also mit dem C2 Solo-Bus von Citaro. Ach, mich ärgert das schon wieder mit der Map. Jetzt ernsthaft. Naja, ladet euch nicht die Autobahn-Map runter. Sie funktioniert anscheinend nicht richtig. Gut. Der Bus hingegen ist eigentlich ganz toll. Allerdings auch für den Stadtverkehr nicht so geeignet. Deshalb wollte ich ihn ja jetzt auch auf der Autobahn-Map spielen. Aber es hat halt nicht sollen sein. Gut, ich sage tschüss, winke, winke, bye bye. Lasst ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis denn.